Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Heute mit dem DFB-Orakel Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Gestern kam mir das Orakel Saarbrücken gegen Lautern. Also ich denke mal, dass es eindeutig wird für Leverkusen. Ich schätze mal ein 4-0, 3-0. Ich sag mal 4-0. Ich schau mal hoch hinaus. Aber wir werden sehen. Mal gucken, was das Orakel sagt. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf. Bei Florian Wirtz. Da macht das da ganz sicher. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Jonathan Tah spielt mit Piero Incapié in der Innenverteidigung. Und der einzige Stürmer ist Patrick Schick. Grimaldo. Oh. Da muss er hin. Hier sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Ich sehe gar keine Aufstellung. Da wollen wir einen Elfmeter haben. Wer wird heute der wichtigste Spieler sein? Viele vermuten, dass vor allem Florian Mensch diese Rolle spielen könnte. Der hat eine unglaubliche Ballbehandlung. Macht immer wieder Spaß, dem zuzusehen. Das macht er sehr gut. Jonas Hoffmann. Leverkusen gibt den Ballbesitz ab. Ich tue mich noch richtig schwer hier. Wirtz. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Säbelt er denn da um? Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Sehe gar nicht, war das außerhalb oder war das innerhalb? Ah ja. Oh je. Ich bin da total schlecht drin. Ich versuch's mal. Da ist der Block, aber da müssen sie weiterhin aufpassen. Schick. Und jetzt der Schuss. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. De Weiss. Vielleicht jetzt mal Bayer 04. Aber jetzt ist die ey, das ist doch nicht wahr. Tanaka. Zimmermann. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Das gibt's doch nicht. Kann ja nicht wahr sein hier. Oh oh. Klasse Pass, könnte was werden. Gehalten, da zeigt er sein Können. Ecke kommt in die Mitte. Oh, Halbzeit. 0-0 zur Halbzeit. Niemals. Wir sehen uns nach der Halbzeit. So, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Jetzt spiele ich mit Düsseldorf. Also ich denke schon, dass Leverkusen das Real Life natürlich locker macht. Das hier ist ja natürlich nur so ein Konsolenspiel. Schick. Schön vorbeigetrennt. Das war eine wichtige Aktion. Oh oh. Schießt er ihn rein. Das macht er sicher. Nee, das wird nichts. Aus. Also da hat der Kollege sie gerade ganz sicher vom Rückstand bewahrt mit dieser Superparade. Oh, ey.
Hoffmann. Appelkamp. Jetzt der Ballverlust. Gibt's doch nicht. Leverkusen kommen nicht durch und ich komme auch nicht durch. Das frühe Stören jetzt. Ich denke mal, ihr glaubt ja auch eher, dass Leverkusen weiterkommt. Sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Also wenn Düsseldorf echt eine Sensation rausreißt. Gut gemacht. Aber ich glaube ja nicht. Jetzt die Flanke. Ah. Oh, er kann klären. Klasse. Nein. Gut dazwischen gegangen. Hofmann. Jeremy Frimpong. Oh, der ist so schnell. Schick. Tolle Gelegenheit für Bayer. Das muss ich weiß gar nicht, was ich mache, wenn ich jetzt gar kein Tor mache. Leverkusen mit dem Wechsel. Boah. Klar, das gibt hier Einwurf. Die besseren Ballbesitzzahlen haben im Moment die Gastgeber. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement und deshalb nur unentschieden. Ah. Granit Xhaka. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Schön, spielt den Pass. Das muss es fast sein. Gefahr erstmal bereinigt. Ah, oh, das ist doch nicht wahr. Chance für den Konter jetzt. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Sie kommen noch mal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Hey. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Schön durchgesetzt. Gute Parade. Wirtz. Wenn ich lasse zum 0-0, ganz einfach. Angriff läuft. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Verlängerung machen kann. Gut, da ist jetzt viel Zug zum Tor. Da ist die Hereingabe. Da ist das Tor und damit gehen die Gastgeber hier kurz vor Spielende doch noch in Führung. Jetzt deutet hier vieles auf einen Derby-Sieg hin. Boah. So, hier also wieder typisch Leverkusen. 90 plus 1. Ach. Traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit. Wird das Spiel jetzt endlich auf? Und ah. Da ist der Schlusspfiff dieses Spiels. Der Sieg geht hier am Ende. Also in allerletzter Minute machen die das Tor. Und ausschlaggebend war die ja, ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Ganz besonders da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.